So, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen, da sind wir wieder zurück nach der Pokalpleite gegen die Bayern. Aktuell ist aus der Schweiz, können wir vergessen. Und Turnierpreisgeld nochmal 527.000 oben drauf. Alessandro Schöff, was die kommende Partie angeht. Der will wieder in die Startaufstellung. Dieser kleine Alessandro Schöff, ja, ich wollte dich schonen. Von daher kommst du auch wieder rein, mein Freund. So, ansonsten, ja, Bandowski ist ja recht gut, ne? Na, wir haben schon eigentlich eine starke zweite. Und Saar ist auch wieder da. Jo, dafür Even Hofland. So, wird abgespeichert und dann heute unser nächstes Spiel. Ich weiß nicht, wie viel der Spieltag, 16. oder 17. Ich weiß es gerade nicht. Gegen Hannover 96. Heimspielzeit in Nürnberg. Jo, dann kommt die Lass mit Weiß spielen da. Ganz in Weiß. Mit einem Blumenstrauß. Jo, Elfmeterschießen. Skill Challenge mit Hergotta. Ja, und dann treffe ich genau den, was schon. So, meine Damen und Herren. Allermächt. Ui, wo schießt denn der noch, du? Nein, dann treffe ich genau ins Loch. Sehr schön. Jo, voll in Gimbal, Neider. Und nochmal, weil es so schön war. Ach, habe ins Loch. Na, und dann treffe ich wieder dieses Männle da. Sehr schön, das gibt Punkte. Punkte ist satt, Freunde. Na, fast. Jetzt werde ich mal den außen probieren, den links. Ach Gott, oh Gott. Almechner. Jo, wenigstens stehen drauf. Sehr schön, da kommen doch Punkte zusammen noch. Nein. Jetzt haben wir es. Jo, wenigstens an. Na, wird aber nicht lange hier in der Zeit, ne? 22 Sekunden noch. Dann treffe ich den Trolley. So, nochmal, komm. Ach, wenigstens noch ein bisschen Punkte. Wenigstens noch ein wenig Punkte. Nein. Boah, ist er ausgerutscht. Scheiße. Boah, ganz, ganz schlecht. Ey. Ganz, ganz schlecht. Okay, heute, was soll's? Heimspielzeit in Nürnberg. Und Flutlichtspiel, das ist natürlich einmal sehr, sehr geil. Gegen Hannover 96. So, Shake Hands der Mannschaften. Und wir sind gespannt nach dem zuletzt in der Liga Unentschieden des 1. FC Nürnberg. Und der Pokalpleite, diese deftigen Pokalpleite, diesem 1:4 gegen die Bayern. Ist heute die Frage, wie wird sich der Club schlagen? Hat er sich darum bemüht, das aus den Köpfen zu bringen, ja oder nein? Hier die Mannschaftsaufstellung von Hannover 96. Ertings, Felix Klaus, Tim Diersen und wie sie alle heißen. Jesus Nah, Anstoß in Nürnberg. Hannover von rechts nach links. Albanotz
Albonos, Schmiedebach, Sobi, Klaus. Vorsicht. Eine Umdrehung, kann er zwei hier zu verarschen hier. Junge. So, Timmy Leibold. Sehr schön. Da Costa. Silvestre. Silvestre! Und... Ah, abseits. Schade. Erste Chance für den Club. Auf, drauf auf die Mutter. Jawohl, die Zwischengangen. Hui. Obacht, schön. Jo, Füllkrug. Schöpf. Ach, kam nicht dazwischen. Beziehungsweise der Gegner kam dazwischen. Schön, nein, zu schwach. Schön, auch mal, Da Costa gewinnt den Zweikampf. Ja! Ja, da kann man auch schon mal faul pfeifen. Da kann man auch schon mal faul pfeifen. Schmiedebach. Prip. Rüber auf Rankovic. Ah, Rankovic setzt sich durch beim ersten. Gegen den zweiten. Rankovic auf Klaus. Obacht. Boah! Wie dumm war denn das? Marvin Saar, wie dumm war denn das? Schau mal her nochmal. Überhaupt keine Chance, an den Ball zu kommen. Eieiei, jetzt liegen doch ein wenig die Nerven blank beim Club. 19. Spielminute. 11 Meter für Hannover. Kirschbaum gegen Erdenich. Drüber! Drüber! Der haut ihn drüber! Ja! Hier nochmal, der haut aber richtig drüber, du. Glück gehabt für Nürnberg. Sixtes, da wollten wir uns doch auch noch bemühen um den, ne? So. Nein! Vorsicht! Schön dazwischen. Oben, jawohl! Leibold, komm da hin, da kommt er hin. Schön, Leibold setzt sich durch. Jetzt hat er eine gescheite Flanke. Die Flanke ist gescheit. Und, boah, aus dem Stand, Alter. Boah! Alter, Junge, 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 immer noch 0-0. Eine spannende Partie, wie ich finde. Freistoß, Philipp Schauner. Der Ex-Paulianer, beziehungsweise auch Ex-Nürnberger. War ja auch mal dritter Deuter beim Club. Schön. Jo. Ja, Nürnberg tut sich schwer. Eieiei, dann wieder dieser Fehlpass. Ach, der Konter. Der Konter. Und da wird Freistoß gepfiffen für Hannover. Ja, ich komme noch nicht so klar, ne, mit diesen flinken Außenspielern. Vorsicht. Schöner Kopfball. Schön geklärt erstmal. Ui. Jo. Sehr schön. Oben. Ja, Rugotta. Schön. Ja, Tor 1-0. Ja.
38. Minute. 1:0 für den Club. Hier nochmal, dann grätscht er rein, keine Chance für Westheim Tor, ich weiß es nicht. Ja, wieder Alessandro Schöpf, wie es aussieht. Jo, war doch gut, dass wir ihn wieder reingeholt haben in die Startaufstellung. Na, schon sei 7. Saison. Ui. Schön. Jo. Jo, Schöpf. Oh, fast mit dem 2:0. Klasse Sekunde vom Club. Hier nochmal. Jesus, na. Rigotta mit der Ecke. Kopfball, nein. Obacht. Ui, jetzt hat er den Konter. Hannover, Klaus. Klaus, Junge, der Klaus, der schaut raus. Alle Kinder rannten aus dem brennenden Haus, nur nicht Klaus, der schaut raus. So. Schön. Oben, jawohl. Jawohl. Oh, und dann da auch noch dieser Fehlschuss. Da hat die Kraft gefehlt, da hat die Kraft gefehlt. Obacht. Hannover sind ja stark. Ui. Schön. Nein, wieso ist der verletzt? Silvestre. Oben, schöner Ballwechsel. Na, ah, zu schwach. Scheiße, hat er sich stark verletzt. Oh, Herr Gott, er muss raus. Mach mir eine Pause. Ist ja sowieso gleich, nur noch 3 Minuten durchhalten. Was, und Gislason hat sich auch noch verletzt. Schön! Tor! 2:0! Weltklasse! Weltklasse! Nürnberg zaubert! 2:0! Hast du es gesehen, Freunde? Burgstaller. Nürnberg, Zauber. Hier nochmal. Bam, bam, bam. Und dann der Burgstaller kennt da nichts zum 2:0. 45. Spielminute. Alter Schwede. Guido Burgstaller, 2. Saison. So, und jetzt kann er doch auch abpfeifen. Zur Halbzeitpause. 4 Minuten schon drüber. Ja, und da ist er im Aus. Da ist er im Aus. Das war's. Halbzeit Nürnberg, Hannover. 2:0. Da muss ich jetzt doch mal schauen. Haben die sich alle verletzt? Nee, es geht noch, ne? Das geht noch gut, dann lassen wir sie noch mal ein bisschen drauf. So, wieder viel was vom Club, Sobich. Obacht. Hui, schön. Schmiedebach. Vorsicht, Kopfball. Nein, Kirschbaum ist drauf. Pripp. Edgar Pripp. Ehemaliger Förderspieler und dann die Flanke. Ins Nix. Abstoß. 50. Minute. Hier haben wir nochmal Guido Burgstaller. 3 Schüsse, 1 Tor. Nein. Saar, Junge, was machst du? Abseits, kein Abseits, Sichte, kein Abseits, Sichte. Und Rakowski, auf den ist Verlass, auf den ist Verlass, Freunde. Diersen, schön. Jo, jetzt der Konter.
Ja! Oh, schön von Costa. Obacht, Obacht. Schön, Vorteil, Da Costa. Da Costa. Da Costa. Pfosten. Junge. Möchte fast sein erstes Pflichtspieltor für den Club. Da Costa. Jetzt hat er es natürlich keine hinten. Klaus. Prip. Diersen. Prip. Schöner Doppelpass mit Diersen. Schmiedebach jetzt wieder am Ball. Sieht er außen den Sobich. Schöner Hackentrick. Schöner Hackentrick. Obacht. Drüber. Drüber, Freunde. Schießen wir mal dann über da die Kugel. So, Leibold, von dem bis jetzt noch gar nichts gesehen. Ui, Foul. Alter, kein Foul. Obacht. Sorg. Oliver Sorg. Das ist auch ein guter Spieler. Albanotz. Schön dazwischen. Jo, nein! Das wäre natürlich cool geworden jetzt, ne? Freunde der Sonne. Obacht, Obacht, Obacht. Schön. Jo, kein Abseits. Jakub Silvestre. Aber zu schwach jetzt schon wieder auf den Beinen. Komm, da können wir mal auswechseln, Freunde. Den Bandowski tun wir mal rein, für den Füllkrug. Für den Silvestre den Köpke. Jo. Hat ja ganz gut geklappt, letztes Mal mit der Einwechslung von Pascal Köpke. Hat ein Tor gemacht, sogar gegen die Bayern. Schön. Eieiei. Rigotta hat sich verletzt. Rigotta hat sich verletzt, alter Schwede. Schön. Schöpf. Alessandro Schöpf. Ja! Knapp daneben. Von Jakub Silvestri. Und es war auch seine letzte Szene in diesem Spiel hier mit dem Außenriss. Knapp am Tor vorbei. Oh, Rigotta hat sich wirklich was getan. Komm, dann tue ich ihn lieber raus. Da führen Behrens rein. So. Ich weiß nicht, aber der Behrens, den finde ich voll gut, ne? Vorher sagt der Schiri. Sorg. Oliver Sorg. Ui. Ui, ui, ui. So, jetzt hat er auswechseln. Jetzt geht er heute gerade auch. 10 Minuten vor Spielende. Zuvor holt er sich aber nochmal eine gelbe ab hier. Hoffentlich keine schwere Verletzung. Hier nochmal klar. Ach, der Ball ist schon Kilometer weit weg. Ja, kann man schon sagen. So, dafür Hanno Behrens jetzt rein. Jetzt nochmal zwei frische Stürmer beim Club drin. Das schreit doch nach Konter, oder? Das schreit doch nach Konter. Behrens, ach. Vorsicht. Abseits, sehr schön. Ja, Edgar Pripp, der Ex-Fälle.
Ja, passt schon. Nein, was macht denn dieser Saar, Alter? Hey, das ist momentan auch nicht auf der Höhe, oder? Da bettel ich schon wieder Motor. Scheiß drauf, jetzt hau ich die Kugeln aus. Vorsicht! So, weiter geht's. Mit Guido Burgstaller. Schön, Köpke. Pascal Köpke kommt aber nicht mehr hin. Nein! So. Die Messe ist da auch gleich gelesen. Jetzt nochmal Auswechslung für Hannover. Edgar Pripp geht raus und der Q Dage kommt rein. Stimmt, den gibt es ja auch noch, AX-Klubber. So, wird spannend. Jo, und der haut auch noch die Kugeln aus. So schaut's aus. Wow. Ui! Ui! Uiuiuiui. Da war doch noch mal eine Chance jetzt. Und da ist es aus. Yes, Nürnberg 2, Hannover 0. Und das habe ich noch total vergessen. Hiermit grüße ich auch noch mal den lieben, netten Nivem, den ich ja auch auf Twitter kennengelernt habe. Der ist ja Hannover-Fan. Ja, hat nicht sollen sein, ne? Der Club ist halt besser. Was willst du machen? Guido Burgstaller, 3 Schüsse, 1 Tor. Was schon, in diesem Sinne bedanke ich mich, sag bye bye und bis morgen, euer Franconia, servus.